So, YouTube. Hallo, herzlich willkommen zurück. Wir sind am nächsten Tag und unser Haus ist fertig, würde ich sagen. Also zumindest für die nächste Horde-Nacht müssen wir nur noch drumherum die Sachen bauen, wieder verstärken. Tag 14, da würde ich sagen, fangen wir Tag 16 an. Aber wir wollen eine kleine Baumfarm aufbauen, die nicht zu weit weg ist. Vielleicht in Richtung der Stadt an der Straße oder so, wo eh flach ist. Da kann man dann ganz gut bauen. Und wir wollen eh in Richtung von dieser Stadt nochmal und uns umgucken, ob wir da vielleicht was Schickes finden. Und wenn nicht, drehen wir nach Norden ab. Ich habe nicht das Essen mit, was ich wollte, aber wir haben Getränke mit. Und Eier. Und ja, nebenbei reden wir gerade im Chat über Serien. Und ich habe gefragt, was denn so aktuell für Serien geguckt werden, weil ich selber keine Serie so richtig habe. Blue Bloods ist halt bei mir aktuell so die, wo ich drin stecke, aber mehr auch nicht. Aber ich mag auch nicht so gewaltbereite Serien. Und hier kam die Empfehlung von Manifest, aber das sagt mir irgendwie gar nichts. Dann müsste ich mich erst drüber informieren. So, Filme gucke ich zum Beispiel 0,0. Da ist die Straße, okay. Aber Serien, da gucke ich eigentlich immer ganz gerne, gerade wenn ich irgendwas arbeite, dass einfach eine Serie nebenbei läuft, nicht? Wenn man Videos für YouTube macht oder so, oder den Stream vorbereitet, dann läuft immer mal noch eine Folge vorher. Genau. Ah, ich habe wieder vergessen, dass wir Sachen mitnehmen. Aber ja, hier ist eine gute Stelle für eine Baumfarm. Die ist schräg, nicht? Oh, ich kann hier nicht bauen. Dann bauen wir sie hier nebenhin. Oh. Magst du Harry Potter? Nee, auch nicht. Nie gesehen. Also, ich kann nicht sagen, ob ich ihn mag oder nicht mag. Aber ich habe irgendwie keinen Zugang dazu gefunden. Gab auch die ein oder andere schlechte prägende Erfahrung mit Harry Potter, als ich jung war, als es rauskam. Vielleicht habe ich es deswegen nie wirklich geguckt, obwohl nicht der Film oder die Serie was dafür kann. War auch nie Herr der Ringe-Fan. Also bei Herr der Ringe bin ich zum Beispiel im Kino eingeschlafen. Das war auch nur so semi-interessant für mich. War mir zu langatmig, glaube ich schon. Ich bin sehr speziell, was so eine Sachen angeht. Also gerade Serien und Filme bin ich nicht Otto Normal Gucker, der einfach zu bedienen ist, nicht? Geh quasi bei Manifest um ein Flugzeug, welches eine Zeitreise beim Fliegen macht. Ich bin interessiert, aber nicht futuristisch, sondern ziemlich realistisch gehalten. Das klingt ja richtig gut. Das ist nämlich genau sowas, was ich gerne gucke. Auch so Serien wie Sliders damals oder generell so hier, wie hieß die Serie? The Travelers oder sowas, nicht? Fand ich auch bisschen billig aufgezogen. Jetzt in meine neue Baumfarm. Ja, aber gut. Wir pflanzen die anderen Dinger hier einfach unterwegs so ein bisschen. Hier laufen wir eh rum. Ich habe jetzt keinen Bock, mit 30 Zombies da zu kämpfen. Zank. Oh. Ich will mal wieder auf Blöcke. Zack. Das passt, glaube ich, besser. Und ab in die Stadt. Ja, richtige Richtung. Geil und entspannt. Na, was ich bei Harry Potter interessant fand, aber da gäbe es ja jetzt eh, also Harry Potter und wegen der komischen Eule da, das ist ja alles irgendwie so ein bisschen im Verruf geraten, sag ich mal. Was sehr schade ist. So, die brauchen wir auf jeden Fall, weil die hatte ich nicht mitgenommen, nicht? Deswegen nehmen wir die jetzt mal mit. 24, ja, das reicht. Für die ersten Tees reicht das auf jeden Fall. Arana Herrera kann was? Was?
Ach, hier ist das im Berg versteckt, nicht auf der anderen Seite. Öffne ich jetzt gerade die Büchse der Pandora? Das mit der Zeitverzögerung ist halt wirklich mies. Also wenn ich jetzt einen Kommentar von dir reagiere, komme erst in 2 Minuten an, wenn du bei den Themen weiter bist. Interessant, ich habe nicht mehr irgendwie einen Slow-Chat oder irgendwas an. Wurde ja vorhin auch gesagt. Also es muss irgendeine YouTube-Sache sein. Ich wüsste jedenfalls nicht, wie man das kürzer einstellen könnte. Oder es liegt wirklich an den Endgeräten, Handys oder Co. oder der Umkodierung oder sowas. Vielleicht zu viel Bitrate für Handys eingestellt, könnte all sowas sein. Aber eigentlich sollte YouTube damit klarkommen. Aber ich glaube, da ist Twitch halt wirklich ein bisschen besser für so eine Live-Interaktion, weil die da mehr drauf ausgelegt sind. Aber ich denke, YouTube wird da in den nächsten Wochen und Monaten auf jeden Fall auch nachziehen. Wednesday gesehen. Wenn nicht, schau es dir an. Ist ganz spannend. Wednesday ist doch hier mit dem Horror. Horror geht zum Beispiel... das klingt jetzt verrückt, aber geht eigentlich nur 7 Days to Die. Also das ist... Ey, meine Pumpe geht hier bei diesem Spiel so unglaublich krass. Ich kann kein Horror gucken. Also, ich habe hier... Wie hieß dieses Ding mal gesehen? Also ich habe immer noch Angst vor Final Destination. Und... wie heißt das da? Paranormal Activity. Alter. Ich habe ausgemacht. Es ging gar nicht. Ist absolut nicht meins. Kann ich... Also Horrorgenre... Für mich ist das hier eher nicht Horror, sondern es ist eher Survival. Ich finde, alle anderen Survival-Spiele sind halt nicht wirklich Survival. Da ist 7 Days to Die halt wirklich schon gut. Dass es jetzt halt Zombies sind und deswegen Horror ist eher für mich ein Seitenaspekt als wirklich der Fokus, warum ich das spiele, nicht? Da ist ja der große Favorit bei den meisten ist ja Dead by Daylight bei sowas. No. Das ist ja das Horror-Game schlechthin. Irgendwie. Ein Stiff-Toolwagen. Bist du gerade auf Twitch? Nee, weil dann dürfte ich hier keinen Chat haben. Und ich wollte ja die Woche mal den Chat auf YouTube ausprobieren, wie der so ist. Ein Amboss-Mod. Sehr geil. Ja, gucken wir mal, wie es sich entwickelt. Aktuell ist der Chat hier wesentlich entspannter und aktiver als auf Twitch. Von daher weiß ich nicht, ob ich den wieder reaktivieren werde. Wird sich über die Zeit zeigen. Vielleicht kann man ja auch technisch noch das ein oder andere lösen. So, was wurde noch gesagt? Ich mach mal kurz Pause, sonst werden wir überrannt. Dachte, da geht's quasi um ein Flugzeug, welches eine Zeitreise beim Fliegen macht, aber ist nicht futuristisch. Wednesday geguckt. Okay, und dann kam das schon mit der Zeitverzögerung. Okay. Es kann auch sein, dass ich Sachen überlese, nicht wahr? Das ist nicht so gruselig, soll ich dir sagen, worum es geht. Na, um diesen komischen Clown da, nicht? Diesen S oder sowas, nicht? Irgendwie so. Hey, du lebst ja auch noch. Was ich richtig gut fand, den habe ich gesehen. Einer der wenigen Filme in den letzten Jahren war Joker. Also den fand ich wirklich sehr gut gemacht. Den fand ich klasse. Da freue ich mich auf Teil 2, wobei ich da schon denke, dass der dann auch brutaler wird. Ich fand, da waren aber die brutalen Elemente realistisch eingesetzt. Bei den meisten Sachen sind die sonst so ein bisschen übertrieben halt drin. Und das brauchst du ja dann auch nicht. Ich bin eher so, wenn was passiert und es realistisch ist, ist es okay. Wenn es aber übertrieben und künstlich herbeigeführt ist und nicht irgendwie in eine Story passt oder so, dann finde ich es unpassend. Aber wie gesagt, ich bin da ganz schwierig bei. Nicht mehr. Und bei mir ist aber so, ich kann euch das sagen. Oh, hier sind Hunde. Das weiß ich. Ach, hier waren wir ja schon, nicht? Ja, okay, die Hunde sind schon tot.
Ich kann euch jetzt zwar das so sagen. Scheiße. Wo ist er? Ich glaube, wir haben es perfekt geschafft. Ach du Scheiße. Hab ich. Jetzt gib mir die Pumpe. Oh, ich dachte, wenn der da drüber springt, wären wir tot. Aber zwei Schuss und der ist weg. Was geht ja? Oh, puh. Oh, puh. Oh, oh. Aber es gibt hier Fett. Sehr gut. Eins. An dem ist nichts dran. Shit. Hab ich doch die Hunde getriggert. Boah, ich hasse Hunde in dem Spiel. Schreie sind heavy. Ja, ja, ja. Das wollen wir gar nicht erst ausprobieren. Wo ist sie? Wir haben ja unsere Sinne. Da. Ah, verdammt. Okay. Haben wir. Das ist nicht so gruselig. Okay. Ja, ja. Also, wenn. Ist vielleicht ja auch eher ein Thriller? Das kannst du ja sagen. Ist das ein Thriller eher? Also, Joker ist ja eigentlich auch eher was anderes, als man vielleicht erwarten würde. Aber wie gesagt, ich bin eher so ein Serienfan. Gerne mit viel Staffeln. Ich bin zum Beispiel nicht so der Freund, dass die Sachen heutzutage nur noch irgendwie. Ein paar Folgen haben. So 10 Folgen. Ich bin echt so ein. Für mich braucht eine Serie so 24 Folgen. Damit ich schön nebenbei gucken kann. Und Level up. Sehr gut. Ich weiß, da hinten kommt einer runtergefallen. Hier hinter ist noch einer. Den haben wir schon gemacht, die sind respawned. Oder es war in einer anderen Stadt, das kann sein. Oh oh, daneben geschossen. Er hat Hunger. Aber nicht genug Hunger für mich. So, weg mit ihm. Es geht um ein Mädchen, das auf die Nevermore-Schule geht und findet heraus, dass ein mysteriöses Monster rumläuft und versucht, denjenigen zu finden, der das Monster ist. Mehr sage ich nicht, weil es das wäre. Okay. Also ich frage mich schon, warum sollte ich überhaupt, wenn ich weiß, dass es ein Monster gibt, da noch bleiben? Ich würde das weiter suchen. Boah. Nicht wahr? Ich würde das weiter suchen. Oh. Ist sie nicht durchgebrochen? Okay. Doch. Achso, das war der Kriecher, nicht? Achso, außen. Ja, das nervt mich. Du musst kurz weichen. Sorry, hier ist geschlossen. Wir haben keine Videos mehr. Geh auf Netflix. Mann, 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 Mann. Nervig. Ab in die Videothek. Was war das? Schau den Trailer. Okay. Werde ich... Wow, da war der Halbe. Auf jeden Fall mal einen Versuch geben. Manchmal überraschen solche Sachen einen ja dann. Oh, dahinter. Oh. Wow, der hat uns fast gesnackt. Mann! Mach nicht Hundegeräusche. Ich hasse Hunde. Und ich dachte, du bist schon tot, ey. Tot? Wir haben doch einen Vertrag. Solltest sofort sterben, nicht erst nach 18 Schüssen. Mann, 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 die Schauspieler auch nicht mehr das, was sie wollen. Immer mehr als ihre Rolle hergibt. Frech. Gutes Personal schwer zu finden heutzutage.
Nee, das nehme ich nicht mit. Was soll ich mit Benzin? Achso. Nee, hier war kein Hund, nicht. Hier ging es nur zur Polizei rüber. Boah. Hallo, Mama. Wie geht's dir so? Hast jetzt erstmal Urlaub? So, sehr schön. Ich muss jetzt aber wirklich los. Wünsche dir noch viel Spaß, geilen Stream und guten Loot. Danke, den kann ich gebrauchen. Bis später und danke für den Stream. Immer gerne doch und viel Spaß im Urlaub. Hoffentlich sieht man sich danach wieder. Und hoffentlich kommst du erholt wieder. Das ist ja wohl das Wichtige dabei. Für mich ist das Stream wie so ein kleiner Urlaub. Mit euch reden, diskutieren. Da braucht's eigentlich gar nicht mehr. Oh. Geil. Ah, wir sind inzwischen recht stark mit dem Bogen. Wenn ich jetzt noch treffen würde, wären wir noch stärker. Ja, aber das mit der Verzögerung war mir gar nicht so klar. Also die letzten Male, wo ich geguckt habe, war bei mir eigentlich alles in time. Da muss ich mich also mal nochmal beschäftigen mit. Oh oh. Tag 14. Zum Glück haben wir 20 Tage eingestellt. Vielen Dank, aber ich denke, ich werde auch im Urlaub, sofern ich WLAN habe, mal reinschauen. Ja, das ist doch. Aber Urlaub auch genießen. Streams kann man auch zur Not nachgucken. Also ich lasse die eigentlich alle online. Ich schneide die Folgen. Oder mache ja immer 30-Minuten-Folgen. Und da könnt ihr euch das auch gerne im Nachgang angucken. Und lieber eure Freizeit dann ordentlich genießen, nicht wahr? Boah, was ist denn hier los? Also die müssen wir uns mal merken. Hier gibt es ja richtig geiles Zeug. Wasser. Oh. Ach, die können ja auch rüber, nicht? Ich hänge am Stuhl. Nicht gut. Ich kann dich nicht verlassen, weil es ein so gelernter... Was? Gelernt Stream ist? Und ich esse nachts mit Käsesoße. Was? Oh, 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 oh. Wen isst du mit Käsesoße? Ah, hoffentlich nicht Zombies. Die schmecken nämlich nicht. Oh, gib her. Ja, das würde mich mal interessieren. Ihr guckt alle am Handy, nicht? Also ich streame ja nicht nur vertikal. Wer mehr vom Spiel sehen will, der hat dann aber keinen Chat. Ich habe auch noch einen nicht vertikalen Stream. Da sieht man da mehr vom Spiel. Aber auf dem Handy natürlich ist das vertikale Format ein bisschen besser. Einfach zum Gucken. Ist halt auch blöd, das Spiel selber ist sehr klein, nicht wahr? Also, aber das ist halt Handy, da kann man machen, was man natürlich möchte. Anders wird's da nicht. Man kann... Ich hatte... Oh, oh. Wow, das war Glück. Ich glaube, den sollten wir... vielleicht alleine lassen. Wir müssen hier nicht übertreiben. So, wir machen hier mal auf, falls wir nochmal rein wollen. Ich hoffe, der kommt nicht so schnell da durch. Ah, das ist sehr nett.
Mit dir kann ich meinen Urlaub auch sehr gut genießen. Das freut mich. Das ist ja, ganz ehrlich, das ist ja mehr Lob, als ich überhaupt verdient hätte. Davon mal abgesehen. Wo das herkommt, kann aber gerne mehr herkommen. Nein, Spaß. Ist eine ganz andere Chatkultur als auf Twitch, nicht? Da kommen die Leute rein. Was denn das? Wieso so? Mach das doch anders. Lass das doch mal. Jetzt mach das. Spielst du auch jetzt das? Ja, so fordernd, nicht? Und so unpersönlich. Ich weiß nicht, irgendwie. Also das sind zumindest die Leute, die mich immer gefunden haben auf Twitch, die dann so drauf waren. Finde ich dann immer ein bisschen weird. Oh. Was mich so ein bisschen an meinem Stream stört, ist mein Setup hinter mir. Da hätte ich gerne ein bisschen mehr Abwechslung auch für euch drin, aber der Raum ist so schmal, ich kann hier nicht, also hier bin ich vorne an der Wand und hier bin ich hinten an der Wand. Ich kann hinter mir weder ein Display noch ein Regal oder irgendwas anbringen, dann komme ich ständig mit dem Kopf dagegen. Ist ein bisschen schade, ich würde halt auch ein paar Sachen so ausstellen, alte Games oder irgendwas, die ich noch habe. Aber durch den Umzug ist eh viel verloren gegangen. Ja, aber trotzdem, bisschen mehr aufpeppen den Background, nicht? Aber das kann ich leider nicht. Hier waren wir aber schon, oder? Die Boxen sind alle gelootet. Geil, das Stream, ich esse Nachos mit Käsesoße. Ah, so rum. Oh, Nachos mit Käsesoße. Oh, das wäre auch stark. Ja. Die esse ich immer zu ganz besonderen Anlässen. Weil ich kann nicht so gut solche Sachen vertragen. Also mein Magen macht da nicht so mit. Ich esse sehr, sehr gerne Chips. Ich esse vor allem diese auch scharfe Nachos oder na, sag schon hier Asia-Style heißen die, glaube ich, ja. Die esse ich sehr, sehr gerne, aber die vertrage ich wirklich 0,0. Aber von denen könnte ich packungsweise essen. Ach Quatsch, du machst doch alles gut und jeder hat seinen eigenen Spielstil. Von daher ist doch alles am besten, dass du auch mein Lob verdienst. Danke. Ich nehme es mal an, sonst bin ich jemand, der Lob nicht gerne annimmt, aber das liegt, glaube ich, einfach in der Natur. Wenn man selten positive Kommentare kriegt, dann ist man umso verwirrter, wenn man sie mal kriegt. Aber, muss sagen, kann mir auch gefallen. Ja, ich habe übrigens auch einen Discord-Server. Falls ihr, während ich offline bin, über Themen diskutieren wollt oder Anregungen geben wollt oder sagt, das ist schlecht oder das ist gut oder ihr habt irgendwie ein besonderes Interesse. Ich bin zum Beispiel Programmierer. Wir haben auch eine Programmier-Community. Die war mal ein bisschen stärker und jetzt hatte ich immer weniger Lust zu programmieren privat, weil ich das auf Arbeit immer stärker mache. Aber zum Beispiel haben wir auch on-stream unsere eigene 3D-Engine schon mal entwickelt. Aber wir reden auch über Bike und Fahrradfahren, aber auch über Gaming und andere Sachen. Ein paar Leute sind noch aktiv geblieben, aber ist ein bisschen ruhiger geworden als früher. Da war sehr viel los. KI-Themen, wenn ihr mein eigenes Bild generiert braucht, zum Beispiel von KI, und ihr wollt da nicht für irgendwie Midjourney oder irgendwas benutzen, dann ja, sammle ich sowas und dann kann man auch mal ein KI-Bilderstellungs-Thread machen, wo ich die Bilder erstelle. Das haben wir auch schon gemacht. Also da gerne auch auf den Discord-Server kommen und ja, wenn euch was auf dem Herzen liegt, da reinposten. Ob ich reagiere oder nicht, bleibt mir ja immer noch überlassen. Nein, aber grundsätzlich gibt es auch einen ja, Quatschkanal, wo man einfach reden kann. Eichensamen. Ja, die brauchen wir jetzt nicht.
Soll ich dir was Lustiges von mir und einem anderen Streamer erzählen? Oh, meistens sind die Sachen aber doch nicht lustig dann, oder? Ist es wirklich lustig? Meistens Geschichten, die so anfangen, in irgendwas richtig Tragischem. Ich hoffe, das ist es nicht. Also bei Discord bin ich dabei, kenne ich mich zwar nicht so gut aus, aber da bin ich auch öfter mal unterwegs. Ja, Discord ist ja einfach so, man hat einen abgeschotteten Server, wo man quasi in einer Community beitreten kann oder auch mehreren und dort gezielt den Themen, die dort besprochen werden, teilnehmen kann. Das ist wirklich lustig. Okay, lustig ist gut. Lustig wollen wir gerne hören. Echt sympathisch und mir würde ich sehr gerne unterhalten. Ja gut, unterhalten, gehen die Sachen los, nicht? Ich bin jemand, der null Zeit hat. Weil wenn ich nicht streame und ich streame 5 bis 6 Stunden pro Tag, dann mache ich Videos, dann arbeite ich noch 8 Stunden und ich will auch noch so 8 Stunden schlafen. Also das ist bei mir immer ganz, ganz eng getaktet. Ich reagiere auch manchmal tagelang nicht auf Nachrichten, nicht? Also wenn man mich erwischen will und man was Kurzfristiges hat, ist es im Chat wahrscheinlich besser, wobei da nicht jedes Thema gut besprochen werden kann. Dafür ist der Discord dann besser, nur da hat man höhere Wartezeiten, weil ich halt so viel, ja, streamsüchtig bin, sag ich mal. Das kann man eigentlich schon so sagen. Weil wenn ich mal nicht online bin, dann gehe ich eigentlich mit euch IRL raus, nicht? Samstag waren wir zusammen im Biergarten. Da war nur gar nichts los im Chat. War vielleicht auch die falsche Zielgruppe. Gestern Radfahren. Heute 7 Days to Die. Ist vielleicht auch für YouTube ein bisschen schlecht, so viel abwechslungsreichen Content reinzugeben auf einem Kanal. Was es für den Algorithmus schwer macht, die richtigen Leute zu finden. Aber ich muss gestehen, wenn nur, wie ihr gerade auch, nur 1, 2 sympathische Leute da sind, dann hat man doch schon mehr gewonnen, als man vorher hatte. Also. Da kann ich das Kompliment also nur zurückgeben. Und auch an die Zuschauer, die Videos gucken, da muss ich ja auch mal loben, ihr treibt die Watchzahlen natürlich auch gigantisch in die Höhe. Ich meine, der Kanal hatte jetzt 125.000 Aufrufe in dem letzten Monat. Das ist für mich insane. Das sind mehr Aufrufe, als ich in 8 Jahren Twitch überhaupt insgesamt hatte. Und wir sind bei 516 Follower. Das ist auch mehr, als ich auf Twitch habe. Und das innerhalb von einem Monat zu, ich habe Jahre auf Twitch gestreamt. Ne? Also, das muss man auch sehen. Und ich habe mir wirklich teilweise am Anfang richtig Mühe gegeben bei Twitch, auch irgendwie Aufmerksamkeit zu kriegen und das zu machen und hier, aber da ist es zu voll geworden. Ich hätte ein paar Jahre früher anfangen müssen, da bin ich auch selber schuld. Ich habe eigentlich schon zu Stickem-Zeiten 2008 gestreamt mit Webcam und war da sehr aktiv, als das Internet noch recht neu war. Aber dann kam JustinTV und ja, also mein Twitch-Account ist mit der älteste, den es gibt, weil er von der Original-Stickem-Datenbank irgendwie über JustinTV nach Twitch dann migriert wurde. Deswegen habe ich irgendwie 15 Jahre alten Account oder so hier. Ich glaube, so lange gibt es Twitch halt gar nicht. Das ist auf jeden Fall. Aber ich habe halt nie auf Twitch am Anfang gestreamt. Ich weiß gar nicht, warum. Ich habe schon in meiner Kindheit Videos von Spielen gemacht, von GTA Vice City und die auf Webseiten hochgeladen oder auf meine eigene Webseite damals. Und irgendwann ist es so ein bisschen verloren gegangen. Tja, ärgere ich mich ein bisschen. Dann würde ich heute wahrscheinlich ganz anders dastehen, hätte ich das damals weiterverfolgt, intensiver. Aber wenn man keine Bestätigung kriegt, dann denkt man irgendwann auch, lohnt sich das, nicht? Und dann kommt eins zum anderen. Und man macht andere Sachen und dann
So. Nicht da, wo die Motivation hinfährt, fällt. Da bleibt man. Okay, ein paar Pfeile können wir noch herstellen. Das können wir noch weglegen. Hier haben wir auch noch Zeug. Das können wir zerlegen. Das hätten wir lesen können. Okay. Das haben wir Medizin. Das ist Medizin. Das Verrottene gehört hier nicht rein. Da kommen aber die rein. Das rein. Und verrottend war hier, nicht? Da hatte ich das jetzt hier gemacht. Ja, hier ist verrottend. Munition. Was haben wir hier? Assassin-Outfit. Na gut. Aber die haben, die anderen Werte sind nicht ganz so geil. Aber wir können uns bessere Rüstung natürlich herstellen. Das ist durchaus möglich, würde ich sagen. Munition haben wir noch gefunden. Ja, Motoren haben wir eigentlich auch mehr als genug, nicht? Erstmal für den Anfang dürfte das reichen. Und wichtig, die Amboss-Mod. Obwohl, den Amboss-Mod, den können wir ja direkt einbauen. Ich weiß gar nicht, was wir dafür brauchten. Ich glaube, da brauchten wir nämlich den Amboss-Mod oder so. Für irgendwas brauchte ich den, als ich den herstellen wollte. Fahrradwerkbank oder sowas, nicht? Ah nee, für Eisen brauchte ich den. Stimmt. Und Eisen brauchte ich, um dann die Werkbank zu bauen. Ja. Da brauchen wir aber Arbeitsstationen noch zweimal, bevor wir die können. Eisen geschmiedetes. Eisen, Eisen, Eisen. Geschmiedetes Eisen. Und da brauchen wir Lehm und Eisen. Und da brauchen wir nämlich... Nee, da brauchen wir den Schmelztiegel für, nicht? Ist immer blöd, dass nicht sofort dabei steht. Na gut. Okay. 32 Minuten. Ich würde sagen, damit ist die Aufnahme für heute erstmal zu Ende. Ich moderiere ab und bis demnächst zur nächsten Folge.